Ich bin Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin in China. Das ist mein Job. Leute, die einen ausländischen Pass haben wollen, kommen zu mir und ich helfe ihnen, sich dafür zu bewerben. Es gibt definitiv den Trend, dass junge Leute in China nach einem anderen Lebensstil suchen. Ich treffe viele Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen und ich mag es, ihnen meine Geschichte zu erzählen und ihre zu hören. Wenn es um China geht, geht es meistens um Diktatur, Überwachung und Null-Covid. Viele junge Chinesinnen und Chinesen sehen ihr Land anders oder wollen es anders. Wie anders, das will ich rausfinden. Seit 10 Wochen lebe ich hier, angekommen in einem Land, aus dem viele nur noch weg wollen. Denn Präsident Xi Jinping hält stur an seiner Corona-Politik fest. Jeden einzelnen Fall, jeden Ausbruch will er mit strengen Maßnahmen im Keim ersticken. Der Flughafen von Peking ist ziemlich leer. Reisen sind ein Risiko. Es reicht schon, durch ein Viertel gefahren zu sein, wo es einen Corona-Fall gab und du sitzt wochenlang irgendwo fest. Wie sehr Corona auch unsere Reise bestimmen wird, ist uns hier noch nicht klar. Anders als in Deutschland sind solche Drehreisen hier in China immer auch so ein bisschen Reisen ins Ungewisse. Es ist für uns schwierig, Leute zu finden, die mit uns sprechen wollen, weil viele Angst haben, mit ausländischen Medien zu reden. Angst, dass es dann Konsequenzen haben könnte. Oft werden auch Interviews ganz kurzfristig abgesagt, weil zum Beispiel jemand vorher einen Anruf kriegt oder weil Druck auf die Familie ausgeübt wird. Auch Michael befürchtet, dass er Probleme kriegen könnte, wenn er uns ein Interview gibt. Denn er hilft Menschen, die das Land verlassen wollen. Und deshalb will er uns erstmal kennenlernen. Michael lebt in Shenzhen. Die Stadt ist jung und schnell. Das Durchschnittsalter in der Hightech-Metropole liegt knapp über 30. Der Lebensstil wird Shenzhen Speed genannt. Die Stadt ist bekannt für ihre Innovationen. Von hier aus geht neue Technik in die ganze Welt. Hier sollen wir uns anschauen können, wie unsere Zukunft mal aussehen wird. Nach dem gemeinsamen Essen ist Michael einverstanden. Am nächsten Tag dürfen wir ihn begleiten. Michael ist Geschäftsmann, immer auf der Suche nach neuen Projekten und Kontakten, sein Handy immer in der Hand. Ich helfe chinesischen Studenten, eine Schule oder Uni im Ausland zu finden. Leute, die einen ausländischen Pass haben wollen, kommen zu mir und ich helfe ihnen, sich darum zu bewerben. Sein Business boomt. Spätestens seit dem Lockdown in Shanghai, als Millionen Chinesinnen und Chinesen 2 Monate lang nicht aus ihren Wohnungen durften. Die Suchanfrage nach Kanada-Auswandern zum Beispiel stieg im chinesischen Netz um mehr als 2000%. Michael ist 33, er hat in Kanada studiert und nutzt seine Kontakte von damals. Warum so viele China verlassen wollen, da ist er vorsichtig in seiner Antwort. Jeder hat ein anderes Ziel. Manche Menschen mögen bestimmte Hochschulen oder sie mögen das Lebensumfeld in bestimmten Gegenden. Also treffen sie ihre eigene Wahl. Viele seiner Kundinnen und Kunden spüren die Auswirkungen der Pandemie und der strengen Maßnahmen in China. Denn Lockdown heißt für viele auch kein Job, kein Einkommen. Viele Menschen können kein Geld verdienen, können ihre Bankkredite nicht zurückzahlen und haben kein Geld, um ihre Kinder zu unterstützen. Michael will positiv bleiben, die Pandemie als Chance sehen. Er hat und pflegt ein großes Netzwerk. Nancy trifft er regelmäßig. Auch sie ist Geschäftsfrau, manchmal tauschen sie Kontakte aus. Nancy mag den Speed dieser Stadt. Als Sexualtherapeutin sieht sie aber auch Nachteile. Wenn Leute hier etwas mit einem Mann oder einer Frau anfangen, dann wollen sie das schnell, 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 schnell. Sie wollen keine Zeit damit verschwenden, zu reden, sich wirklich zu spüren. Alles ist sehr schnell. Sie berät Singles und Paare. Sie will Geschwindigkeit rausnehmen und dabei helfen, dass Menschen sich näher kommen. In ihrem Büro müssen erstmal die Kinder raus. Dann zeigt sie uns das Sexspielzeug, das sie auch bei Workshops vorstellt. So offen wie Nancy über Sex und Beziehung zu sprechen, das ist in China tabu.
Immer wieder hat sie deshalb Probleme mit der staatlichen Zensur. Gerade wurden ihre Social-Media-Accounts gesperrt, das vierte Mal in 2 Jahren. Wir haben wirklich viele, viele Follower verloren. Das wirkt sich natürlich auch auf unser Geschäft aus, auf unsere Einnahmen. Außerdem merkt sie, dass viele ihrer Kundinnen und Kunden gerade mehr aufs Geld schauen müssen. Denn während der Pandemie haben viele ihren Job verloren. Bei den Jungen ist jeder fünfte arbeitslos. Eigentlich wollten wir noch mit anderen Leuten in Shenzhen sprechen, doch daraus wird nichts. Der Corona-Kontrollapparat durchkreuzt mal wieder unsere Pläne. Nächste Station, Krankenhaus. Also ganz sicher bin ich noch nicht, aber ich hoffe, dass ich hier jetzt gerade einen Termin für einen PCR-Test gebucht habe. Den Test, den wir gestern am Flughafen gemacht haben, der wird nicht in unserer App angezeigt, weil wir einen ausländischen Pass haben. Viele der Apps, ohne die in Corona-China nichts geht, funktionieren nur mit chinesischem Ausweis. Ausländer sind nicht vorgesehen. Und dadurch, dass wir immer eine Extralösung brauchen, ist es auch einfacher zu kontrollieren, was wir machen. Im Krankenhaus klappt es, aber es kostet Zeit. Zeit, die wir lieber zum Arbeiten nutzen würden. Das ist unser Alltag hier und mein Team ist froh, überhaupt mal wieder unterwegs zu sein. Ich bin ja erst seit ein paar Wochen hier in China, aber für meinen Kameramann ist es jetzt das erste Mal seit 8 Monaten, dass er noch mal aus Peking rauskommt. Vorher war das wegen Quarantäne und den strikten Corona-Maßnahmen nicht möglich. Am nächsten Tag haben wir unser Testergebnis. Es ist negativ und wir dürfen weiter. Von der Speed-Metropole nach Westen ins Urlaubsparadies Dali. Wir sind hier an einem ganz beliebten Fotospot, denn Dali ist besonders bekannt für diesen riesigen See hier hinter mir. Viele Chinesinnen und Chinesen kommen hierher zum Urlaub machen und um die Natur zu genießen. Und man merkt schon, hier ist gleich so eine ganz andere, sehr entspannte Atmosphäre. Brian und Xiaoqi hat die Atmosphäre hier so gut gefallen, dass sie geblieben sind. Seit 5 Jahren sind sie hier. Kein Vergleich zu der Hektik in Peking, wo sie vorher lange gewohnt haben. Als wir hierher kamen, spürten wir sofort, hier gibt es nicht diesen großen Druck. Alles ist viel entspannter, alles günstiger. In ihrem Haus haben sie eine Cocktailbar eröffnet. Die Kräuter für ihre Mischung wachsen auf der Dachterrasse. Inzwischen zieht es viele aus den Großstädten hierher. Wir haben das gleiche Ziel im Leben, zu chillen. Das klingt wirklich kitschig, aber irgendwie ist es hier leichter, mit dem Leben klarzukommen. Xiaoqi glaubt, dass es immer mehr jungen Leuten wichtig ist, ein entspannteres Leben zu haben. In der Generation meiner Eltern war es so: einen guten Job finden, arbeiten und dann in Rente gehen. Aber heute wollen immer mehr junge Chinesen dieses Leben nicht mehr. So liebevoll, wie sie ihre Bar führen, so liebevoll kümmern sie sich auch um ihren alten Hund. Und genießen es, dass hier alles kleiner ist. Hier ist es nicht wie in Peking. Wenn du dort jemanden treffen willst, musst du 1-2 Wochen vorher einen Termin abmachen. Hier siehst du deine Freunde einfach die ganze Zeit. Auch ich merke den Unterschied. Dali ist ein ganz anderes China als das, das ich bisher in Peking oder Shenzhen kennengelernt habe. So riesig wie China ist, so unterschiedlich ist auch die Corona-Situation hier im Land. Hier zum Beispiel wurden vor kurzem alle Maßnahmen aufgehoben. Das heißt, wir müssen keinen Code scannen, wenn wir ins Restaurant gehen. Die Leute, die hier wohnen, müssen keine regelmäßigen Tests machen. Und man sieht auch viel weniger Masken im Alltag. Besonders für die Stadt hier ist das wichtig, denn die lebt eigentlich vom Tourismus und die ist darauf angewiesen, dass viele Chinesinnen und Chinesen hierher kommen und hier Urlaub machen. So wie Liu Jie. Seit er 15 ist, arbeitet er. Inzwischen ist er 24 und fährt vor allem Touristen durch seine Stadt. Er liebt es, ihnen seine Welt zu zeigen, ohne Navi. Die Straßen hat er im Kopf und er ist froh, hier zu sein. Wegen der Pandemie kommen weniger Touristen und wirtschaftlich läuft es echt schlecht. Viele meiner Freunde mussten in andere Städte gehen, um vorübergehend einen anderen Job zu finden. Als Kind hat er in diesen Straßen gespielt. Heute ist die Altstadt ein Touristenmagnet. Und Liu Jie findet es schön, dass auch wir diesen Ort mögen.
Wie alles in Dali spielt sich sein Leben rund um den See ab. Und am liebsten mittendrin. Er mag keine Großstädte. Sein Lieblingsplatz ist hier in seiner Heimat. Das Leben hier ist einfach, entspannt, ohne viel Druck und das Tempo ist langsam. Das finde ich am besten. Ein bequemes Leben. Ja. 3000 Kilometer, so weit ist Dali von Peking entfernt. Weit weg von der politischen Führung und ihren Regeln und auch weit weg von den strengen Corona-Regeln der Hauptstadt. Weil wir aber dorthin zurück müssen, beginnt für uns mal wieder ein Krankenhausmarathon, um ein Corona-Testergebnis zu bekommen. Das ist der verzweifelte Versuch, mal wieder einen Code zu scannen und meine Daten einzugeben, aber leider funktioniert es mit dem ausländischen Pass mal wieder nicht. Im Digitalstaat China brauchen wir als Ausländer tatsächlich einen auf Papier ausgedruckten Test. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das jetzt unsere bezahlten PCR-Tests und hoffentlich auch der Termin, dass wir den jetzt hier machen dürfen. Nach vielen Stationen, Warten, verschiedenen Codes, neuen Zetteln, stehen wir dann endlich in der Testschlange. Eine Stunde haben wir gebraucht. Mal wieder Zeit, die wir lieber anders genutzt hätten. Am Ende ist man echt fast dankbar, wenn man endlich diesen Test machen darf. Seit ich in China bin, hatte ich nie Angst, mich mit Corona infiziert zu haben, aber schon oft Angst, irgendwo festzuhängen. Dieses Mal nicht. Wir dürfen zurück nach Hause, zurück nach Peking. Mit dem Gepäck die Geschichten der Menschen, die uns einen kleinen Blick in ihr Leben geschenkt haben. Michaels Begeisterung für die wirtschaftlichen Möglichkeiten seines Landes und Nancys Offenheit. Xiao Qis Aufatmen, nicht mehr der Hektik der Großstadt hinterherzuhetzen. Und Liu Jies Strahlen, wenn er erzählt, dass das hier für ihn das Paradies ist. Ihr Umgang mit den Freiheiten und Unfreiheiten in diesem Land ist ebenso verschieden wie ihre Wahrnehmung der Corona-Politik. Was sie alle eint, sie wollen ihren eigenen Weg gehen.